So Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 7. Im letzten Part haben wir den Pilz Cup als erster abgeschlossen. Und nun wollen wir weiter unsere hoffentliche Siegesserie fortsetzen im nächsten Grand Prix. Der da wäre auch im 150cc. Ich habe schon vorbereitet, wen wir nehmen, nämlich Luigi. Mit einem passenden Gefährt, die Renngurke, tut mir leid Luigi, ein paar Retro-Reifen und den normalen Gleitschirm. Weil warum nicht? Und heute geht es an den Panzer Cup mit Luigis Rennpiste, Bowsers Festung 1, der Pilzschlucht und Luigis Mansion. Und zwar vorne stehen immer aus welchem ursprünglichen Teil sie kommen und Luigi ist ja sogar doppelt vertreten, von daher passt Luigi doch ganz gut, oder nicht? Ich würde sagen, der passt gut. Genau. Früher oder später spielen wir bestimmt auch nochmal die anderen Mario Kart Teile auf diesem Kanal, aber wie gesagt, früher oder später. Luigis Rennpiste vom N64 ist halt so eine Standardstrecke, wie halt hier die Toadspiste im letzten Part, aber hey, was soll's, ne? Was soll's? Sowas muss auch vorhanden sein, ne? So eine Anfangsstrecken, perfekt für Anfänger. Sollte keiner bei Schwierigkeiten haben, hoffen wir's mal. Und Luigi, tut mir leid, dass ich ihm die Renngurke gebe, aber irgendwie musste ich bei dem Namen allein schon an Luigi denken. Irgendwie ist Luigi doch schon eine Gurke, oder? Aber eine lustige Gurke. Und außerdem sind Luigis Spiele meistens viel furchteinflößender als Mario-Spiele, denn Luigi begibt sich immer in Geisterhäuser. Das fragt sich Mario nur manchmal. Also, Luigi ist die ganze Zeit im Geisterhaus gefangen. Und wenn Mario nur manchmal, wenn er mal so ein paar Bitcoins oder sowas sammeln muss, dann überlegt er sich mal, ob er da rein sollte. Wenn Luigi sich denkt, ich gehe einfach in die Geisterhäuser, Mario. Naja. Wo ich das hier gerade aufnehme, ist übrigens ein Tag nach Mario Day. Das ist ja 10. März, weil March 10 halt, ne? Also MAR 10 im Kalender geschrieben, warum auch immer. Und es gab natürlich kein neues Spiel zu Mario Karts Ehren oder irgendwie eine Secret-Enthüllung. Ich warte ja immer noch auf Mario Kart 9. Pass auf, und mittlerweile, wenn ihr das hier seht, gibt es da mittlerweile Mario Kart 9 angekündigt. Sollte meiner Meinung nach unbedingt noch für die Switch erscheinen. Und ist eigentlich ein Muss. Ich meine, ich weiß, dass sich Mario Kart 8 super gut verkauft und deswegen sich wahrscheinlich Mario Kart 9 aus Entwicklersicht nicht lohnt. Aber wir sind jetzt seit mehr als 6 Jahren mit Mario Kart 8 mehr oder weniger vertröstet. Von daher wird es eigentlich mal Zeit für einen Tapetenwechsel bzw. für was Neues. Also gibt uns endlich Mario Kart 9. Alle haben Bock drauf, aber niemand bekommt es. Ich meine, DLC für Mario Kart 8 wäre aus meiner Sicht, glaube ich, nicht sinnvoll. Ich glaube, das würde das Spiel zu voll stecken. Aber ich kann mich auch irren. Ich bin ja auch irre. Was? Nein. Ich denke mal nicht, dass ein DLC jemals noch kommen wird für Mario Kart 8. Wenn doch, wäre auch cool. Hätte ich auch nichts gegen. Aber erstmal, Titel verteidigt. Platz 1 hier auf Luigis Rennpiste. So sollte es auch sein, ne? Ich meine, wir sind hier willkommen. Also die Strecke trägt unseren Namen. Wenn wir hier nicht Erster geworden wären, dann weiß ich auch nicht, Luigi. Dann weiß ich auch nicht, Luigi, was da falsch gelaufen wäre. Die Bowsers Festung ist vom GBA. Die GBA und die SNES-Strecken erkennt man meistens daran, dass sie doch ein bisschen sehr kantig aufgrund der Limitation von Game Boy Advance und super Nintendo Entertainment System waren, ne? Genau, von daher. Alles prima. Wo war ich gerade? Achso, bei Mario Kart 9, genau. Ich denke mal, ich hoffe, wir bekommen noch eins für die Switch. Und wenn es für eine Switch Pro ist, auch wenn ich mir eigentlich nicht schon wieder eine Konsole holen will. Ich meine, es kommt noch einiges für die Switch, hoffe ich mal. Nicht, dass die jetzt sagen, wir haben euch jetzt über ein Jahr eigentlich nicht mit neuen Spielen versorgt, aber ihr nehmt mal das so hin, ne? Wir geben euch jetzt die Switch Pro, ihr habt sie verlangt. Mehr oder weniger, ein paar haben sie verlangt. Ich bin einer, der sie nicht verlangt hat, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und jetzt kommen nur noch dafür Spiele raus. Wobei ich dann eher glaube, dass das ein bisschen wie der New 3DS wird, wer sich an den noch erinnern kann.
Da hieß es ja auch am Anfang, wir hauen da jetzt nur noch Exklusivtitel für raus, da wird es einige geben. Und was gab es für Exklusivtitel? Xenoblade Chronicles und keine Ahnung. Ich glaube, wenn dann irgendwas total Irrelevantes. Ich meine, klar, da war ein bisschen leistungsstärker, aber jetzt nicht so, dass es sich wirklich gelohnt hätte, da eine neue Konsolenrevision zu machen. Von daher war das eigentlich auch eher ein Griff ins Klo. Aber hey, Yoshi, hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich, hast dich gut zerstampfen lassen. So kannst du gerne weiter dealen. So kannst du gerne deine Steuern hinterziehen. Wenn du das so weitermachst, dann kannst du auch von mir aus deine Steuern hinterziehen. Ich glaube, das wird ein Running Gag, oder? Also das wird unser Running Gag, dass Yoshi die Steuerschwindelei begeht hier. Wie gesagt, ist ja eigentlich ein bekanntes Meme, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ich hoffe, mich hat mittlerweile im ersten Part einer drüber aufgeklärt. Und wenn nicht, dann muss ich mich selbst drüber erkundigen. Und werden wir dieses Mal in jedem Rennen Erster? Ich bezweifle es noch stark, aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, ihr gebt euer Bestes, indem ihr Däumchen nach oben verteilt, oder? Das wäre doch super. Die Pilzschlucht von der Wii auf der Wii, eine meiner Lieblingsstrecken tatsächlich, neben noch einer, die hier geremaked wurde. Auch wenn ich die andere, die geremaked wurde, noch viel, viel lieber im Mario Kart 8 gesehen hätte. Weil ich glaube, da wäre die richtig geil gewesen. Ich meine, die ist auch so schön als Remake zu sehen. Die Mario Kart Wii Strecken waren eh schon cool, so muss ich sagen. Also Mario Kart Wii müssen wir auch irgendwann mal let's playen auf diesem Kanal. Macht der Domtendo gerade. Es wäre auch irgendwie so ein bisschen der Anreiz, Mario Kart 7 einfach nochmal zu let's playen. Weil, ja, bei Domtendo Mario Kart Dings geschaut, Mario Kart Wii und Bock gehabt auf Mario Kart. Und Mario Kart ist ein für mich gut aufzunehmendes, schnell aufzunehmendes und eigentlich knackiges Projekt, auch von den Parts her. Es wären 16 Parts, das kann ich ja sogar abzählen, ich kann ja sogar kalkulieren. Ja Mensch, wenn ich das bei anderen Spielen nicht unbedingt konnte. Aber hier kann ich es kalkulieren, tatsächlich, wie viel Parts es geht. Das ist vor allem in der Nuzlocke immer schwer, wie viel, dass ich da kalkulieren kann, weil, gut, ich nehme meistens eh einen großen Vorrat aufgenommen. Ich meine, ich nehme das hier jetzt gerade am, wie gesagt, am 11. März nehme ich das auf. Gestern war der Mario Day hier. Für mich. Der groß zelebrierte. Aber ist natürlich trotzdem immer schön, wenn man einen kleinen Puffer hat und so ein bisschen kalkulieren kann, wie lange noch ein Projekt ungefähr geht, falls man doch mal was Neueres oder was Top-Aktuelles let's playen wollte. Das war bei das erste Top-Aktuelle, was ich ja so wirklich gespielt habe, war SpongeBob, ne? Von daher, da war das halt ganz schön, wenn ich da vorher kalkulieren konnte und das konnte ich, glaube ich, auch einigermaßen. Ich glaube, ich habe es nämlich so hingebogen, dass ich weiß gar nicht, was wir da vorletzt played haben, auch Pokémon? Dass ich es halt genau abmessen konnte, wie viele Parts wir noch brauchen. Aber ich glaube, da habe ich die Parts dann auch extra länger gemacht und so weiter und so fort. Weil warum nicht, ne? Einfach, um ein bisschen kalkulieren zu können, wie viele Parts ich denn noch brauche. Hätte natürlich auch schief ausgehen können, wenn ich vorher sozusagen gestorben wäre in einer Nuzlocke, aber ist ja nicht passiert. Wobei. Doch, wir sind. Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, was davor kam. Vielleicht war es auch Lego Batman. Ist auch scheißegal. Das Wichtigste ist, wir sind wieder Erster geworden. Und ob wir das auch auf der letzten Strecke durchhalten können, das weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, wir finden es gleich heraus. Also ich denke, der Pokal ist uns nicht mehr streitig. Aber die Top-Platzierung und die drei Sterne, die könnten uns noch streitig gemacht werden. Von daher, schauen wir mal. Luigi, bekanntes Dra, Luigi's Mansion, so heißt die Strecke auch, bekannt aus dem Gamecube-Spiel ursprünglich, ne, ist auch das Mansion aus dem ersten Teil. Mittlerweile gibt es da schon drei Teile. Der dritte ist übrigens super, also wer den noch nicht gespielt hat, der sollte ihn auf jeden Fall nachholen. Ich würde die Reihe auch gerne irgendwann let's playen, aber ich habe das Problem, dass ich den ersten Teil halt nicht so habe oder halt, ich weiß, dass es da mittlerweile ein Remake oder Ja, Remake, Remaster für ein 3DS gibt, aber das habe ich halt nicht. Vielleicht kaufe ich es mir irgendwann, vielleicht auch nicht. Mal schauen, vielleicht müssen wir es über die bösen Emulatoren machen, aber was soll's, ne? Ach, ich mag die Musik in Geisterhäusern immer, auch wenn ich die Strecke, um ehrlich zu sein, ein bisschen langweilig finde. Also ich weiß nicht, hätte mehr gehen können. Ich hätte es besser gefunden, wäre man wirklich die ganze Zeit durch das Haus gefahren und halt
nur so ganz kurz durch so einen Außengraben. Wisst ihr, wie, also sozusagen das bessere Luigi's Mansion ist für mich die Gruselvilla in Mario Kart 8 sozusagen. Ich meine, klar, da waren auch die Möglichkeiten besser, aber halt auch so grundsätzlich war es die bessere Geistervilla. Übrigens, da konntet ihr gerade schön sehen, dass der blaue Panzer auch mal ganz gerne die Gegner auf der Strecke mitnimmt. Boah, die Banane war fies. Die Banane war übel fies platziert. Das war eine Assi-Banane. Außerdem. Was soll's, ne? So, ich hoffe, wir schaffen es noch irgendwie Erster zu werden. Hier kann man rein theoretisch auch an den Seiten so ein bisschen lang. Du blöde Daisy, Alter. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Man kann an den Seiten rein theoretisch ein bisschen lang fahren und abkürzen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht so sehr. Auch kann man hier fliegen, das war natürlich neu auf diese Strecke integriert durch die Neuerung, dass man jetzt überhaupt fliegen kann, ne? Das ist so ein Beschiss. Okay, aber wenigstens der Panzer, der Blitz hinterher, der sorgt ja dafür, dass alle wenigstens jetzt was abbekommen haben. Von daher war es nicht ganz so dramatisch, den blauen Panzer in die Fresse zu bekommen. Aber das war keine Millisekunde erster und das Spiel tut mir wieder so eine Scheiße an. Ey, das ist doch Beschiss, Alter. Das ist nicht Betrug, das ist Beschiss. Also Schwindelei. Alter. Du kleine Blöder. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll. Ja, hast du gut gemacht. Wenn du mich schon triffst. Ich weiß auch gar nicht, was diese wandelnden Bäume sollen, weil die gab es ja in Luigi's Mansion so gar nicht. Also ich meine, klar, passt zu diesem Grusel-Wusel-Ding, aber naja, ne? Irgendwie sehen die doch ein bisschen fragwürdig aus, die Bäumchen. Und immerhin, Luigi hat sich auch auf der Geistervilla mal wieder bewiesen. So muss es sein, so sollte es bleiben. Und wir haben 40 Punkte. Das dürfte dann aber eigentlich 3 Sterne geben. Hier ist es übrigens super easy, die 3 Sterne zu bekommen. Ich glaube, ihr müsst immer nur... Verzeihung, ihr müsst, glaube ich, nur die 40 Punkte bekommen, dann... Sollte es möglich sein, dass ihr 3 Sterne bekommt. Luigi schreit noch ein bisschen rum und kriegt den Siegerpokal. Und die zwei Damen stehen links und rechts auf dem Treppchen. Da kann Luigi ordentlich feiern, würde ich sagen. Kann er die Sau rauslassen mit den beiden Damen. Mit Daisy hat er sowieso was am Laufen. Von daher, warum nicht? Gönn dir, Luigi. Du hast es dir verdient, nach deiner harten Geisterjagd. Oh, doch nur 2 Sterne. Okay, ich revidiere mein zuvor Gesagtes. Man muss scheinbar doch ein bisschen Abstand und wahrscheinlich über längere Dauer Erster sein. Aber was soll's. Haben wir das auch geschafft. Dann würde ich sagen, ich hoffe, das hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann wieder mit neuen Strecken weiter. Ansonsten kommentiert, gebt nämlich nach oben, abonniert den Kanal und um nichts zu verpassen, aktiviert auch die Glocke. Bis dahin, sage ich Tschüss, Kowski, euer Flastivi. Bye, bye.